Jo, servus Leute, wir sind gerade bei einem Spaziergang unterwegs und ich glaube, ihr habt das etwas gesehen, wie ich die Tasche so trage. Zweiter Tag, heute das erste Mal so richtig im Einsatz und ich bin begeistert von dieser Tasche. Also die erfüllt alles, was ich so haben wollte, angenehm zum Tragen eben. Sei es auch beim Wandern eben. Und dieser Bauchgurt, der ist einfach nur genial. Super angenehm zum Gehen dann, die Tasche verrutscht nicht, stützt auch das Gewicht etwas. Man hat nicht das ganze Gewicht auf der Schulter. Es ist richtig angenehm zum Tragen dann. Ja, und da ich schon dabei bin, zeige ich euch kurz. Sie ist noch nicht fertig eingeräumt, noch nicht optimalisiert und so weiter. Wie gesagt, zweiter Tag eben. Hier ist mein Smartphone ganz drin, hier ein Brillenputztuch. Wie ihr seht, in einer Hand eben angenehm zum Bedienen, das wollte ich auch. Hier Geldbörse. Hier ist wichtige Zeug eben drin, das ich griffbereit brauche. Hier. Schlüssel, Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel eben drin. Und ja, hier Hauptfach. Das ist schön geräumig alles eben. Ja, hier ein Stativ zum Filmen. Das Leukoplast. Hier Pass, Papiere und so Geschichten. Hier etwas Schreibzeug drin dann. Fix ist ja auch drin, genau. Hier links etwas Schnur, Rebschnur, Feuerzeug und hier ein paar Münzen. Ja, ein Update kommt später mal, wenn ich die Tasche für mich soweit mal fertig eingeräumt habe, da kommt noch etwas rein. Etwas erste Hilfe vielleicht und ja, mal schauen. Okay, das war jetzt ein spontanes Video. Moment, warte, bis die Leute hier vorbei sind. Habt ihr das bestimmt auch gesehen, dass ich in meinem Stock unterwegs bin. Ja, dann habe ich heute auf einem Flohmarkt entdeckt. Mir natürlich sofort aufgefallen und musste ich auch haben. Fairer Preis natürlich. Kann man das hier erkennen? Die Kamera mal scharf stellt hier. Ja, jetzt Servus in Österreich. Ja. Ich aus Österreich muss den Stock natürlich haben, optimal zum Wandern. Gefällt mir einfach und ist praktisch. Okay, das war es in diesem Video. Wir genießen jetzt die Sonne noch etwas. Ja, okay Leute, sage ich immer danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.